Offenheit für das Wirken von Gott an uns und durch uns. Das ist, glaube ich, das, was Gott gehört. Fest am Wort Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in dieser Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage, eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig dein Weg Gottes, dass du den Weg Gottes lehrst und auf niemandem Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Jesus fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Darauf sagte Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott gebt, was Gott gehört. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Mitfeierende, ausgerechnet heute an einem hochpolitischen Abstimmungssonntag geht es auch im Evangelium politisch zu und her. Aber keine Angst, ich halte keinen politischen Wahlkampf. Und die Urnen sind ja am 12. zu. So schnell kommen wir hier nicht weg. Und ich hoffentlich habt ihr ja eure Bürgerinnen- und Bürgerpflicht treu erfüllt, was man ja heute auch brieflich machen kann. Steuerfragen kommen auf im heutigen Evangelium. Das liebe Geld. Das liebe Geld. Wer zahlt schon gern die Steuern? Kindermund tut Wahrheit kund, sagt das Sprichwort. Ich erinnere mich, als ich Kind gesehen bin. Mein Vater war ja ein selbstständiger Gewerbler, Automech. Hat man schon aber etwas ein mitbekommen, die Steuern wieder und bla 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 bla. In der Bude, in seinem Garage, hat er ein kleines Täfeli gehabt. Vermutlich war das ein Souvenir, das ihm mal jemand mitgebracht hat, ich glaube vom Titisee. Da kann man so Sachen kaufen, so Souvenir, so ein kleines Täfeli. Und auf dem Täfeli ist folgender Spruch gestanden, das hat mir Eindruck gemacht. Bete und arbeite und sei nicht faul. Zahl fleißig Steuern und halt Maul. Zum Glück können wir ja mitreden. Wir können mitreden, was mit unseren Steuern passiert. Wir haben ja direkte Demokratie und sogar wie hoch unsere Steuern sollen sein. Im Zuge von den Austrittsschreiben, die ich hier bekommen habe, ich auch ein Schreiben gehabt, wo jemand geschrieben hat, ja, die Steuern sind zu hoch. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, aber
wenn seid ihr an der Gemeindeversammlung gewesen und habt darüber abgestimmt, ob die Steuern so hoch sollen sein oder nicht? Nützen wir unsere offenen Möglichkeiten, unsere Möglichkeiten von der Demokratie. In der Zeit des Feudalismus und des Absolutismus in Frankreich hat das noch etwas anders getönt und anders ausgesehen. So wie es ein Zitat vom Finanzminister, vom Sonnenkönig, vom Louis XIV. Beweisen, der hat nämlich gesagt, Steuern erheben heisst, die Gans so zu rupfen, dass man möglichst viele Federn bei möglichst wenig Geschnatter erhält. Zum Glück leben wir nicht mehr in dieser Zeit. Ich kann mir vorstellen, so ähnlich war es auch zu der Zeit von Jesus, wo die Pharisäer, wie wir es im Evangelium gehört haben, ihm die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Steuer gestellt haben. Die Steuer, die ja das damalige Heilige Land ist ja unter Besatzung von den Römern oder ja, annektiert. Und die Römer haben auch schon ziemlich abgeschöpft. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, ist die Antwort von Jesus. Aber sie geht noch weiter. Gott gebt, was Gott gehört. Wir alle leben ja in einem Wohlfahrtsstaat und der Ruf nach dem Staat kommt relativ gleich mal, wenn es nicht happert. Schliesslich zahle ich Steuern und dann muss der Staat auch schauen. Und bei den Kirchen ist es ja ein bisschen ähnlich. Ich zahle, also soll ich bedient werden. Schön für mein Geld etwas überkommen. Oder eben das Gegenteil, ich komme nicht mehr das über, was ich will oder bin nicht mehr einverstanden und dann zahle ich keine Steuern mehr. Bei den Kirchen gibt es noch einen kleinen Vorteil, auch zum Beispiel im Vergleich mit der BILAG oder wie heisst das heute? Seraph oder auch über dem Staat, man kann wenigstens noch austreten bei den Kirchen. Beim Staat und bei der Seraph kann man das leider nicht. Also Kirchen ist eigentlich modern, wenn man so will. Aber liebe Mitfeiernde, ist jetzt mit dieser Frage alles schon geklärt? Steuern zahlen, mehr Gott geben oder nicht geben. Redet Jesus wirklich über die Steuern in diesem Evangelium? Oder redet er echt nicht über etwas anderes? Ich vermute, liebe Mitfeiernde, Jesus geht es um etwas anderes. Gott will doch mehr als nur mein Obolus. Natürlich, wir sind realistisch. Der ganze Betrieb hier in unserer Kirche, wir werden ja von Gott verzählen und machen. Auch das braucht finanzielle Mittel, das ist schon klar. Aber das ist nicht das Wichtigste. Es ist früher auch gegangen, wo weniger herum war. Einfach anders. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Sowohl der Staat als auch Kirche, die ja stark vom Milizsystem leben, sind angewiesen auf Menschen, die nicht primär nur, also in Anführungszeichen, sagen nicht der Pfarrer hat das so gesagt, nur das Geld geben, sondern die sich selber einbringen. Die Kirche lebt doch aus den Talenten, aus den Fähigkeiten, aus dem Einsatz, wo jeder und jedes von uns durch sein Leben, unter der Woche, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Verein, sein Zeugnis ableitet für den Glauben. Das ist das eigentliche, der eigentliche Reichtum. Das ist das, was der Heilige Geist in den Herzen der Menschen am Wirken ist und die Menschen öffnet, dass sie das einbringen. Die Botschaft von Jesus ist, gebt Gott, was Gott gehört. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unser Wissen, unsere guten Taten, das, was er quasi in unsere Seele geprägt hat, so wie man wie der Kaiser die Münze geprägt hat, so hat Gott uns
prägt durch seine Heilige Geistkraft, durch den Heiligen Geist. Die Offenheit für das Wirken von Gott an uns und durch uns. Das ist, glaube ich, das, was Gott gehört. Und auf das verweist auch die erste Lesung, die wir gehört haben. Sie nimmt uns rein in eine Zeit, wo in einem heidnischen Kaiser im Kyros die Menschen damals, das gläubige Volk Gottes, ein Instrument und ein Werkzeug erkannt haben, das quasi auch in der Hand von Gott ist. Damals ist das Volk befreit worden vor einer Unterdrückung. Das ist eine uralte Geschichte. Aber in dem Kaiser Kyros, der auch nicht fromm ein Erstkommunikant war, das muss man auch sagen, wenn man die Geschichte anschaut, aber in ihm haben sie doch gesehen, aha, es geht uns jetzt besser, also ist auch dort die Hand Gottes irgendwie im Spiel. Also Gott hat seine Talente und Fähigkeiten in alles und in alle hineingelegt. Es ist unsere Aufgabe, diese Sachen zu entdecken, zu Wort zu nehmen und sie einzubringen ins Ganze von der Gemeinschaft, von der Kirche. Das hat auch die zweite Lesung gesagt. Die haben wir leider ein bisschen abgestraft heute, aber das macht nichts. Sie wäre auch vorgesehen gewesen. Wir danken, der Paulus schreibt an Thessalonicher, wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Also Paulus dankt, dass die Gläubigen von Thessalonich sich hineingeben mit ihrem Glauben, mit ihrem Werk, mit ihrer Hoffnung. Gebt Gott, was Gott gehört. Gott durch Jesus lässt uns heute ein, ihm zu dienen, mit unseren Talenten und unseren Gaben und so ein Zeugnis abzulegen vom auferstandenen Sohn Jesus Christus. Oder wenn man es mit dem Wort von der Predigt von letzter Sonntag würde ich sagen, oder vom Evangelium vom letzten Sonntag, eben in eine Beziehung treten, in ein Fest, in eine Festbeziehung, das war das Hochzeitsmahl damals, und eben den richtigen Habitus mitzubringen. Das heisst, auch die innere Gesinnung, die innere Überzeugung, die dann auch äußerlich zum Ausdruck kommen soll. Ja, guter Gott, gib uns immer wieder Kraft, dich zu erkennen. Gib uns Kraft, zu erkennen, was du in jede und jeder von uns hineingelegt hast. An Gutem, an Talent, an Fähigkeiten. Und mach uns offen, damit wir deine Gaben dort zurückschenken, den Menschen. Und so dir geben, was dir gehört. Amen.